Super Gefühl, war dieses Jahr viel schwerer als letztes Jahr. Wir haben eine harte Saison hinter uns und haben uns heute auch verdient den Relegationsplatz gesichert mit dem 4:1. Hätte auch höher ausgehen können. Sieht man vielleicht auch in den Highlights. Wir hatten genug Chancen, aber 4:1 geht vollkommen in Ordnung. Gute Gefühle. Ich würde sagen, hoch verdient heute. Wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Erste Halbzeit, so die ersten so 10 Minuten hatten uns ein bisschen so die Zweikampfnähe gefehlt und es hat sich dann schnell wieder gelegt, haben wir unsere Chancen gehabt, nicht gemacht, 400-prozentige. Dann haben wir es halt nochmal spannend gemacht in der zweiten Halbzeit, da hat natürlich alles geklappt und natürlich hochzufrieden. Also wir hatten auf jeden Fall auch vor uns zu rechnen fürs Pokalfinale, das hätten wir auch gern gewonnen. War ja auch ein spannendes Spiel gewesen, war aber sehr, sehr knapp, genauso wie das Hinspiel. War nicht so deutlich wie heute, aber wir waren auf jeden Fall heiß. Die Jungs haben T-Shirts mit Aufsteiger und Pokalsieger, das macht natürlich nochmal so ein bisschen mehr heiß, aber wir wollten uns auf jeden Fall auch rächen. Haben es auch, glaube ich, ganz gut gemacht heute. Also ganz klar natürlich Relegation klar machen. Aber natürlich hatten wir noch für das Pokalspiel noch eine Rechnung offen. Was auch ein gutes Spiel war eigentlich. Ja, aber man hat gesehen, dass wir heute auf jeden Fall die bessere Mannschaft waren. Und auch im Pokal eigentlich einen sehr guten Spieltag hatten. Und ja, ein paar Spieler sind zurück, wie Robert Kohns, der jetzt wieder aktiv dabei ist. Mit dem natürlich sehr viel passiert. Über die linke Seite, der natürlich mit mir zusammen überragend spielt. Ja, dem verdanke ich auch viel. Und genau wie die anderen Männer auch, wir haben alle 150% gegeben, die ganze Saison über. Für einen Aufsteiger natürlich ganz klasse. Und Doppelaufstieg war natürlich hier überragend, ne? Hat man nicht oft. Wir haben ein anderes System probiert als die letzten Spiele. Hatten die ersten 10 Minuten noch ein bisschen gepennt, sag ich mal. Sind auch früh in Rückstand geraten, aber ich glaube, so ab der 15 Minute hatten wir durchgehend Übergewicht. Haben ja noch Ballbesitz gehabt, haben die müde gespielt und ja, also es voll aufgegangenes Konzept für heute. Die Mannschaft stehen, glaube ich, noch, weiß ich gar nicht, ob die feststehen. Auf jeden Fall Gruppenliga Ost und Darmstadt, glaube ich, ja. Und wie es aussieht, steigen ja zwei direkt auf, nicht nur einer. Es kann sich vielleicht sogar so drehen, dass eventuell alle drei aufsteigen. Ist ja, glaube ich, irgendwie mit Sanjak da gibt es ja noch irgendwie, eventuell, wenn die runtergehen. Also da ist alles noch offen. Aber wir wollen natürlich durch diese zwei Spiele, klar, alle beide gewinnen, ja. Also das trauen wir uns auch zu.